einbeinige Kniebeuge mit dem inaktiven Bein hinten abgelegt. Schaut so aus, eignet sich auch ein bisschen niedrigerer Sessel sogar. Gehen in diese Position und schauen jetzt, dass wir schön runter in die einbeinige Kniebeuge gehen. Ganz wichtig dabei, dass ihr von vorne betrachtet, wenn ihr aufs Knie schaut, keine Seitwärtsbewegungen habt, sondern schön in der Achse Hüfte, Kniegelenk und Fußgelenk seid. Also keine Ausweichbewegungen.